Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Ace Attorney Phoenix Wright Trials and Tribulation Fall 5. Ja, und ich glaube, wir sind hier so einigermaßen fertig. Hoffe ich. Ich gehe jetzt mal einfach irgendwo hin. Mal gucken, ob da was noch. Okay, Wette gewonnen. 8. Februar, Hasakura-Tempel, Haupttor. Ich kann Larry nirgends entdecken. Wir haben den armen Jungen vertrieben. Das glaubst nicht mal du. Sein Herz war fest im Griff einer Psychoblockade. Ich werde wohl nach ihm suchen müssen. Wie ärgerlich. Okay, gut. Dann... Haben wir eigentlich schon was abgesucht? Ja, haben wir mit Wright abgesucht, aber ist egal, komm. Haben wir da was Neues? Nein. Da ist was Neues. 8. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Okay. Der Silver schreibt schon, ich muss zu Iris. Wir sind da. Ah, Herr Edgeworth. Wenn Sie nichts dagegen haben, hätte ich dann noch ein paar Fragen an Sie. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich... Iris, bitte vergessen Sie nicht, dass ich auf Ihrer Seite bin. Sie können mir alles erzählen. Ja, danke. Oh, da haben wir was Neues noch. Okay. Ich hatte gerade ein Gespräch mit der Äbtin des Hasakura-Tempels. Sie hat deutlich zu Ereignissen Stellung genommen. Sie sagte, dass sie gesehen hat, wie sie Elise Dioxnim mit dem Schwert erschlugen. Und noch etwas. Sie sagte, dass sie auch da waren, als Maya Fey mit ihrem Training im inneren Tempel begann. Was? Beim letzten Mal haben sie behauptet, nie in den inneren Tempel gegangen zu sein. Aber Schwester Bikini gibt an, sie an jedem Abend im inneren Tempel getroffen zu haben. Aber ich war nicht dort. Ich war gestern Abend nicht im inneren Tempel. Anscheinend möchte sie mir nicht die ganze Wahrheit sagen. Ob ich wohl die Antworten auf meine Fragen finde, wenn ich die Psycho-Blockaden breche? Wir probieren es aus. So, dann let's do it. Die Miles Edgeworth Edition. Hat er auch eine eigene Musik? Ich glaube, ja, hat er, glaube ich, ne? Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal. Hat eine andere, glaube ich. Nee, er hat dieselbe. Da ich den Fall übernommen habe, muss ich alle Antworten finden. Verstehen Sie? Jawohl. Schon das kleinste Flämmchen kann einen Fall in völlig neuem Licht erscheinen lassen. In all den Jahren vor Gericht habe ich das mehrmals erlebt. Deswegen werde ich immer weitersuchen, bis ich auch die letzte Antwort habe. Also, sind Sie gestern wirklich nicht zum inneren Tempel gegangen? Ja, das schwöre ich. Das sagte ich doch bereits. Ja, Sie sagten, Sie wären nicht dorthin gegangen, weil Sie Angst hatten. Ganz recht. Wenn dem so ist, dann lautet doch offensichtlich die Frage, wovor hatten Sie so viel Angst? Iris, ich frage mich, war es das, wovor Sie so viel Angst hatten, dass Sie Ihr Zimmer nicht verließen? So. Also, was haben wir denn hier? So, das ist die Erpressernummer. Die Nachricht? Ja, logisch, ne? Ja. Die Erpressernachricht, ne? Ja. Alles klar. Den hier habe ich in der Haupthalle gefunden. Er ist an Sie adressiert. Ah, das ist... Nun, Iris? Warum? Warum starren Sie mich so an? Sie hatten Angst vor dem Erpresser, der Ihnen diesen Brief schickte, nicht wahr? Ah! Das ging ja schnell.
War es jetzt ein Beweisstück oder mein Starren, das diese Blockade gebrochen hat? Naja, macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber, Herr Edgeworth. Ja? Ich dachte, mit dem Brief hätte mir nur jemand einen Streich spielen wollen. Einen Streich? Tja, sogar wenn ich wirklich ein Geheimnis haben sollte, gäbe es immer noch keinen, der es nicht erfahren dürfte. Doch, den gibt es. Das hast du vor ein paar Stunden selber verraten. Da bin ich mir nicht so sicher. Schwester Bikini ist für mich wie eine Mutter. Ich würde ihr niemals etwas verheimlichen. Sicher. Nicht unter normalen Umständen. Allerdings, gestern Abend war es anders. Leider kenne ich die wahre Natur ihres Geheimnisses noch nicht. Allerdings, was immer es auch ist, es gibt eine Person, von der sie nicht wollen, dass sie ihr von ihrem Geheimnis erfährt. Tja. Der Onkel Reit. Wie sie schon vorher gesagt hat. Dass er sie erkennen würde und dass er dies und dass er nicht... Ne? Da war was, ne? Das hat sie nämlich selber vor ein paar Stunden erzählt. Phoenix Wright. Ah! Allen Anschein nach bedeuten sie Wright sehr viel. Und ich bin mir sicher, dass er auch in ihrem Herzen einen besonderen Platz einnimmt. Was ich nicht so ganz verstehen kann, wenn wir die Geschichte... Naja. Deshalb wollten sie unbedingt verhindern, dass er von ihrem dunklen Geheimnis erfährt. Und? Was haben sie dazu zu sagen? Das hätte ich mir eigentlich denken können. Besonders, da sie sein Freund sind. Ja, dann erzähl doch mal was. Wovor hast du denn Angst? Nach dem Abendessen fand ich diesen Brief in meinem Zimmer. Wie ich schon sagte, er machte mir Angst. Was jetzt bei Erpresserbriefen nicht so unwahrscheinlich ist, denke ich. Was ist diese Halle des Himmels, die in dem Brief erwähnt wird? Das ist eine kleine Berghütte am Fuß der Dämmerbrücke. Eine kleine Hütte? Eher eine Art Ruine, der man möglichst nicht zu nahe kommen sollte. Wo auf der Karte befindet sie sich? Oh, schön. Das ging ja schnell, müssen wir ja noch nicht mal suchen. Etwa hier. Man muss von der Dämmerbrücke aus einem kleinen Pfad folgen. Um zum inneren Tempel zu gelangen, muss man die Brücke überqueren. Aber der Gang entlang daran, bei der Halle des Himmels ein Mörder lauern konnte. Ich war so verängstigt, dass ich auf keinen Fall daran denken wollte. Ist es vielleicht das Geheimnis, das sie unbedingt für sich behalten wollten? Ja. Scheint, als sollte ich bei der Halle des Himmels selbst mal einen Besuch abstatten. Vielleicht finde ich ja eine Spur unseres geheimnisvollen Erpressers. Sie behaupten immer noch, ihr Zimmer gestern Abend nicht verlassen zu haben. Ja, genau das so ist es. Iris Zeugnisse läutete Abendglocke um 22 Uhr und war dann in ihrem Zimmer, bis der Mord entdeckt wurde. Der Prozess beginnt morgen. Ich werde gewinnen. Versprochen. Ich werde gewinnen. Und dann können Sie und Phoenix Wright sich wiedersehen. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie ihm dann auch Ihr Geheimnis verraten. Aber das gibt doch gar keinen Sinn. Warum? Ich mag ja vielleicht wissen, wer Phoenix Wright ist. Aber er hat doch keine Ahnung, wer ich bin. Hä? What? Und wir können da nichts mehr fragen? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir, weil das war's dann wohl hier. Okay, Fragen über Fragen. Halle des Himmels, das ist neu. Oh, schön mit Fähnchen. 8. Februar, Halle des Himmels. Boah, nicht gerade eine tolle Aussicht von hier unten, oder?
Aber immer noch besser als aus meiner Wohnung. Psst, da ist jemand. Los, verstecken, Inspektor. Oh, warum, warum, warum? Larry? Ja, wenn's einer war, dann der Butz. Brauche ich ja gar nicht. Oh, warum, warum? Warum passiert mir das bloß immer nur? Immer wenn ich ein Mädchen finde, das mir gefällt, nimm das Reißaus. Eins habe ich sogar bis nach Japan verfolgt. Das nächste war in den Knast. Das stimmt. Ich werde dem Inspektor die Brieftasche klauen. Dafür sperren die mich bestimmt ein. Nee. Der sieht schon gestraft genug aus. Das wäre unfair. Hey, das ist mein Humor. Er führt bloß Selbstgespräche. Psst. Klappe halten und zuhören. Ich wusste es. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ich hab's wieder vergeigt. Das? Was hat er bloß getan? Hey, du da! Wegen dem, was du gerade sagtest. Ich hab da einen Einspruch. Was? Edgy! Du miese Ratte! Gamschu, du Volldepp. Tut mir leid. Bevor ich noch darüber nachdenken konnte, rief ich schon laut Hals Einspruch. Mit lauter, gebieterischer Stimme. Sogar den Zeigefinger habe ich ausgestreckt. Du hast so viele Gerichtsverhandlungen gesehen. Es tut mir leid. Okay, Larry. Die Katze ist aus dem Sack. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nix, wie immer. Was für eine Hütte ist das überhaupt? Tja, ich hab sie auch erst gestern entdeckt. Und was hast du hier unten gemacht? Na weißt du, ich bin Künstler. Ich habe nach einem guten Ort zum Malen gesucht. Das hier ist ein großartiges kleines Plätzchen. Sehr, sehr inspirierend. Es ist still, es ist kalt, es gibt keinen Strom und sieht wie kurz vorm Einsturz. Hört sich ganz nach meiner Wohnung an. Eins ist mal sicher. Hier taucht nicht jeder so einfach jemand auf und stört dich. Wollt ihr was trinken? Etwas heißes Wasser vielleicht? Der fängt hier an, einen auf Kumpel zu machen, Sir. Ich pflege dich an, Edgy. Du musst es schaffen. Du musst Iris retten. Warum bist du so sicher, dass sie unschuldig ist? Weil sie so süß ist? Pass auf, was du sagst. Egal, ich bin jedenfalls fest entschlossen. Ich werde dieses Mädchen heiraten. Herr Edgeworth tut, als hätte er dich nicht gehört, also frag ich mal für ihn. Hast du sie um ihre Hand gebeten? Nein, 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 noch nicht. Aber ich kann in ihren Augen sehen, was sie fühlt. Sie hat diesen, das ist der Mann, der mich über die Schwelle tragen soll, Blick. Ich bin sicher, Nick wäre überrascht. Nicht nur Nick. Nicht im Traum hätte mir er zugedacht, so ein hübsches Mädchen zu heiraten. Ich denke in der Tat, es wäre ein Schock für ihn. Er ist und bleibt ein Sarkast. Deswegen wollte ich ja auch nicht, dass sie irgendetwas Gefährliches unternimmt. Ich meine, wie stünde ich denn da, wenn ihr was passieren würde? Was will der Kerl da eigentlich sagen? Ich komme schon seit einer Weile nicht mehr mit. Um darauf eine wirkliche Antwort zu bekommen, werden wir ihn wohl in den Zeugenstand schleifen müssen. Da fällt mir ein, du bist mir immer noch eine Antwort auf meine Frage schuldig. Wo warst du gestern Abend und was hast du getan? Oh Mann, kannst du nicht mal was von Männern reden? Mit so einem Verhalten kommst du bei Frauen nie so gut an wie ich. Okay, okay. Kannst aufhören, mich so böse anzugucken. Hab's kapiert. Wenn du es wirklich wissen willst, gestern Abend habe ich etwas völlig Unglaubliches gesehen. Etwas völlig Unglaubliches? Natürlich. Ja, ja, aber lass uns jetzt nicht davon reden. Reden wir doch lieber über die guten alten Zeiten. Wie sieht's aus? Jetzt komm schon. Ich werde dir erstmal eine schöne Tasse heißes Wasser einschenken. Hat er etwa immer noch nicht gemerkt, dass ich es verabscheue, über die guten alten Zeiten zu reden, besonders mit ihm? Okay, alles klar. So, dann würde ich doch sagen, machen wir erstmal
Die große Untersuchungsrunde. Und dann gucken wir mal, dass wir ihn knacken. So. Was ist das für eine festlich anmutende Dekoration? Erinnere mich an den Kunstunterricht in der Grundschule. Wie viel Spaß wir hatten, das Klassenzimmer mit Origami zu dekorieren, weißt du noch? Also, ich... Ach ja, Kunst war ja nicht gerade dein Steckenpferd. Oh ja? Ja, er konnte nicht mal einen Dollar verhalten, geschweige denn einen Kranich. Jeder hat versucht, ihn zu trösten, aber er hat einfach nur da gesessen und geheult. Ehrlich? Das hätte ich nie gedacht. Jetzt seid still. Ich werde diese Demütigung nicht vergessen können. Du willst einen Kranich? Ich mach dir einen. 5 mm groß und ohne den kleinsten Fehler. Also weißt du, Edgy, nichts war ungut, aber 5 mm großer Kranich ist nicht gerade einfach. Ja, das war wäre ein echtes Kunststück, Staatsanwalt Edgeworth. Ja, genau darum hasse ich Jugendfreunde. Alles klar. Sie ist zwar ziemlich weit entfernt, aber ich kann die Dämmerbrücke deutlich sehen. Ah, ich kann es immer noch nicht glauben. Ehrlich. Was denn, Larry? Nichts. Gar nichts. Hört sich für mich ziemlich verdächtig an. Für mich auch. Irgendwas an dieser Äußerung stinkt, und zwar gewaltig. So, was haben wir denn noch hier? Das ist der Adlerfluss. Er fließt sehr schnell, deshalb friert er auch im Winter nicht zu. Wäre er gefroren gewesen, hätte Wright ein echtes Problem gehabt. Da haben Sie recht. Wäre er auf dem Eis gelandet, wer weiß, wo er denn hingeschlittert wäre. Ich glaube, das wäre nicht mehr sein Problem gewesen. Nicht ganz das, woran ich gedacht habe, aber na gut. Die führen zur Dämmerbrücke. Ein recht langer, aber einfacher Fußmarsch. Ich bin auf dem Weg runter 4-mal hingefallen. Oh, das tut mir leid, Inspektor. Ich habe 4 Bananen gegessen und die Schalen auf dem Weg herunter auf die Treppe geworfen. Was? Darauf bin ich also ausgerutscht? Seid auf dem Rückweg vorsichtig, die Schalen liegen da immer noch. Das nenne ich mal eine wirklich wichtige Information, Herr Edgeworth. Das ist so ein geiles Team, ey. Du hast da echt ein schwerwiegendes Problem mit dem Schmierereien, Junge. Du hast doch keine Ahnung. Das ist Kunst. Das wäre ja Ausdruck meiner bittersüßen Liebe zu Iris. Kennst du überhaupt den Unterschied zwischen Schmierereien und echter Kunst? Das ist doch von der Definition des Künstlers abhängig, oder? Das war vorauszusehen. Nun, wenn das so ist, dann erkläre ich hiermit all meine Lunchboxen zu Meisterwerken. Ja... Das Strohdach ist vollständig mit frisch gefallenem Pulverschnee bedeckt. Wow, ein schöner Anblick, nicht wahr? Ich hab's schon immer rustikal gemocht. Halle des Himmels. In mancher Hinsicht durchaus ein passender Name. Das stimmt. Sieh dir mal die Brücke da oben an. Hier muss der Himmel sein. Denn das ist die Hölle. Du tätest gut daran, Larry. Daran zu denken, dass dieser Ort für einige Menschen heilig ist. Ist ja egal, er malt sie ja trotzdem an. Das ist ja... Okay. Alles erledigt. Gut. So. Dann haben wir nur noch ihn zu knacken, ne? Jo. Dann machen wir das doch mal. Mal gucken. Na, wollen wir doch mal gucken. Was hast du denn im Angebot, mein junger Freund? So. Der Mordabend. Ich bin gespannt. Okay, jetzt erzählst du mir gefälligst, was du gestern Abend wirklich gesehen hast. Puh, du bist echt sauer, was, Edgy? Okay, ich erzähl's. Hä? Das war etwas zu einfach. Also, pass auf. Das war der reine Wahnsinn. Hab noch nie sowas gesehen. So gegen 22 Uhr fing es an zu donnern. Ich hab geschlafen, keine Ahnung wie lange. Plötzlich, zing, war alles um mich weiß. Als hätte ich gerade eine von meiner alten Freundin Naomi geschmiert bekommen. Und dann hat's gebrannt, die Brücke brannte. Die Dämmerbrücke hat gebrannt.
Hast du das mit eigenen Augen gesehen? Hey, warum dieser böse Blick? Ich sag die Wahrheit. Da sind immer noch 3 verbliebene Swicho-Blockaden. Das heißt, er versucht immer noch etwas zu verheimlichen. Und sag mal, Larry, wo warst du, als du das gesehen hast? Was meinst du damit? Beantworte die Frage. Ich war in meinem Zimmer, bei der Haupthalle. Wo hätte ich denn sonst sein sollen? Wie immer bist du so leicht zu durchschauen wie ein leeres Marmeladenglas. Das Problem, vermute ich mal, liegt hier. Hier? Was meinst du denn mit hier? Es ist unmöglich, von deinem Zimmer aus die Dämmerbrücke zu sehen. Ja, wahrscheinlich die Karte, ne? Macht ja irgendwie Sinn. Wo ist sie? Weil wir wollen mir jetzt sagen, dass das nicht geht. Ja, danke. Das ist eine Karte der Gegend. Sieh dich mal in der Nähe vom Hasakura-Tempel um. Wonach soll ich mich umsehen? Ich denke, das ist recht offensichtlich. Die Haupthalle ist von Bäumen umgeben. Von dort aus kann man die Brücke unmöglich sehen. Was? Warum sagst du mir das erst jetzt? Warum sollte ich dir das sagen? Und? Wie sieht's aus? Wie sieht's was Wasser aus? Hast du jetzt vielleicht Lust, mit mir zu reden? Worüber? Das wird keine einfache Geburt. Du lässt mir keine Wahl. Da muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Du warst nicht in deinem Zimmer im Tempel, also? Wo warst du? Du weißt doch gar nicht, dass ich nicht in meinem Zimmer gewesen bin. Wo war Larry und weshalb war er dort? Wenn ich die Situation bisher richtig einschätze, dann ist die Antwort offensichtlich. Also gut, probieren wir mal meine Theorie aus. Von diesem Ort aus hast du gesehen, wie der Blitz in die Dämmerbrücke einschlug. Ich denke auch, er war in der Halle des Himmels. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Klar, Iris. Wir machen das erstmal, komm. Wir machen eins nach dem anderen. Der Ort, von dem du aus dem Blitzschlag gesehen hast, war die Halle des Himmels. Ist ja jetzt auch nicht so schwierig, da steht er ja gerade vor. Warum bitte soll ich denn hier in der alten Hütte rumtreiben? Da ist alles kalt, es gibt keinen Strom und es könnte jederzeit einstürzen. Larry, woher weißt du das denn bitte alles? Woher weißt du, dass es dort keinen Strom gibt? Schließlich ist es doch gar nicht dunkel. Anders gesagt, du hast gerade Argumente geliefert, die meine Theorie stützen. Meine Theorie, dass du schon einmal nach Sonnenuntergang in der Halle des Himmels warst. Also war er dort. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Du spielst echt in einer anderen Liga als Nick. Sehr freundlich. Und jetzt rede endlich. Was hast du gestern Abend in dieser unterkühlten kleinen Hütte getan? Ich denke, sowas nennt man eine Angelegenheit des Scherzens. Was? Ich glaube, du meinst eine Angelegenheit des Herzens. Könnte es sein, dass du dort auf jemanden gewartet hast? Oh nein! Du kannst einem echt Angst machen, weißt du das? Ich glaube, du hast gestern Abend auf diese Person gewartet. Ja. Es kann ja nur die eine sein. Er hat auf Iris gewartet. Das ist alles nachvollziehbar. Es gibt nur eine Person, auf die du an so einem furchtbaren Ort warten würdest. Ich hab's dir gesagt. Nenn mich nicht Larry. Die Person, auf die du gewartet hast, war Iris. Oh, mir wird so plötzlich so kalt, Edgy. Zweifellos aufgrund meines kalten Blickes. Du glaubst also, ich fahre auf Schwester Iris ab, hä? Huh? Hast du dafür irgendwelche Beweise? Hast du irgendeinen Beweis, dass ich auf sie gewartet habe? Oder rätst du mir nur? Ich werde die Gelegenheit nutzen und dieses alberne Spielchen jetzt beenden. Hier ist der Beweis dafür, dass du auf Iris gewartet hast. Moment. Was steht denn in dem Erpresserbrief?
Es gibt ja was zu sprechen. Ich warte in der Halle. Larry, du bist ein Vollidiot. Du bist ein Vollidiot, ey. Ja, das war der Hinweis, den ich gerade gesucht habe, genau. Eigentlich müssten wir das doch mittlerweile eigentlich wissen. Wir wissen doch, wenn es einer war, dann war es der Butz. Mein Gott, das ist eine Birne, wie er im Buche steht. Hier ist dein Beweis. Du hast sie mit einem erbärmlichen Erpresserbrief hierher gelockt. Hey, gib ihn mir wieder her. Das ist mir peinlich. Woher hast du den überhaupt? Das ist unwichtig. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Larry. Was meinst du damit? Die Schwäche einer Frau so auszunutzen. Du solltest dich schämen. Der meinte das bestimmt nicht als Erpresserbrief. Das ist ja schließlich Larry. Oh! Zuerst einmal, was ist das für eine Überschrift? Da steht Anrede hier. Naja, das habe ich aus dem Buch Briefe schreiben leicht gemacht. Das solltest du noch nicht wirklich schreiben. Da sollte eigentlich sowas stehen wie, liebe Iris. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Du bist ein Spinner, ey. Das ist unglaublich. Ja, dann erzähl mal. Du warst gestern Abend also hier in der Halle des Himmels. Oder etwa nicht, Larry? Und du hast gesehen, wie der Blitz in die Dämmerbrücke einschlug. Nicht wahr? Tut mir leid, Edgy. Das ist unschuldbar, du Mistkerl. Eine junge Dame so zu bedrohen. Ein Moment mal. Was noch? Wovon redest du da? Wieso bedrohen? Du wolltest Iris Angst machen, indem du gedroht hast, ihr Geheimnis zu verraten. Was meinst du denn mit gedroht? Wann habe ich ihr denn gedroht? Es sei denn, du willst, dass dein Geheimnis ans Licht kommt. Das hört sich für mich verdammt nach einer Drohung an, sogar nach Erpressung. Jetzt aber mal halblang, das ist ein Liebesbrief. Warst du noch nie verliebt? Was erzählst du da? Meine Liebe zu ihr brennt so heiß, damit könnte ich sämtlichen Schnee schmelzen. Oh. Und worum handelt es sich bei diesem Geheimnis, das du erwähnt hast? Jetzt komm aber mal, Edgy. Kapierst du das nicht? Ich spreche von dem Geheimnis unserer Liebe. Sie wollte offensichtlich nicht, dass Schwester Bikini davon erfährt, okay? Von unserer unberechenbaren, bittersüßen Liebesaffäre. Okay. Aber wieso verschickst du einen Liebesbrief in so einem braunen Umschlag? Jetzt mach mal halblang. Es war nicht meine Schuld. Da waren keine anderen. Zis. Und warum hast du dann für alles immer so schnell eine Entschuldigung parat? Das liegt daran, dass Edgy mich immer so böse anguckt. Was ist, Edgy? Wieso bist du plötzlich so still? Das war's. Und deswegen all diese gewaltigen Blockaden? Dann verstehe ich nicht, warum du immer gleich so defensiv warst. Tja, weiß ich auch nicht. Die Sache ist wohl, dass man von so einem Typen wie mir einfach nicht viel erwarten sollte. Hey, komm schon, lass dich nicht davon runterziehen. Das war ja hilfreich. Aber Edgeworth, der Kerl verheimlicht immer noch was, das weiß ich. Was soll das heißen, Inspektor? Denken Sie daran, was er hier noch vor einer Minute gesagt hat. Wenn du es wirklich wissen willst, gestern Abend habe ich etwas völlig Unglaubliches gesehen. Er hat recht. Larry? Was? Du siehst mich immer wie ein hungriger Hund im Knochen an. Was hast du gestern denn so völlig Unglaubliches gesehen? Du wirst es mir sagen, Larry. Egal, ich krieg's raus. Ich hab's dir doch schon gesagt, oder? Ich hab gesehen, wie ein Blitz in die Dämmerbrücke einschlug. Ja, und ich glaube dir, dass die unglaubliche Sache war, die du meinst. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, kommt mir irgendwas an der Sache komisch vor. Was denn? Wenn das schon die ganze Geschichte wäre, hätte es diese Blockaden nicht gegeben. Ja, Larry. Du hast gestern Abend etwas gesehen und das war viel unglaublicher als ein Blitz. Was? Wann? Wo? Warum? Wie? Hey, was wird das hier? Wenn du in Edgeware etwas verheimlichst, dann werde ich dich auf der Stelle verhaften. Nochmal? Nein.
Ja. Nein. Was ist mit Ihnen? Heißt das etwa, ich muss wieder ganz von vorne anfangen? Warum starrst du mich denn so an, als wäre ich der Nächste, in den der Blitz einschlägt? Jetzt reicht's mir aber mit diesem Clown. Wenn ich die Wahrheit wirklich aus ihm herausbekommen will, dann muss ich ihn nur in den Zeugenstand bekommen. Ach, das macht er dann auch. Okay. Alles klar. Ist ja, gut, ist ja Malz. Malz ist anders. So, Cut. Und jetzt geht's vor Gericht. Es geht los. Endlich.